Niklas Wilson Sommer, genannt Willi, YouTube-Star, Profifußballer in der dritten Liga beim SV Waldhof Mannheim, ist heute nicht nur im Mittelpunkt in dieser Folge, denn er soll als Spieler bis zum Ende als einziger vom SV Waldhof Mannheim natürlich übrig bleiben, um die Champions League zu gewinnen. Ob das als Stammspieler, Reserve oder Auswechselspieler ist, sei erstmal noch dahingestellt. Da er beim SV Waldhof Mannheim spielt, werden wir natürlich auch mit dem Drittligist reingehen und wir werden unabhängig natürlich von Niklas Wilson Sommer auf jeder einzelnen Position neue Spieler mit besserem Rating und noch besserem Potenzial verpflichten, denn wir wollen natürlich nicht nur aus der dritten Liga in die zweite und in die erste, sondern natürlich auch auf die europäische Bühne. Und damit also starten wir offiziell in eine ganz neue Sprint to Glory. Traditionell gibt es auch hier mit Neiter, das ist realitätsgetreu, die Trainervorstellung also des Drittligisten. Wir wollen rein und haben sehr hohe Ziele vom Vorstand, die Erwartungen, die Messlatte ist extrem hoch, wir aber wollen die natürlich erfüllen. Und das natürlich mit Willi als Kapitän und wir werden ihn nicht nur einfach so in der Startelf spielen lassen, sondern natürlich auch das Positioning Change anwenden. Bedeutet, immer hin und her trainieren. Rechter Verteidiger nach links und wieder zurück. Wenn das irgendwann mal am Limit angekommen ist, dann gehen wir auf die Außenverteidigerposition und auf langfristige Sicht irgendwann wieder zurück. Denn ich erhoffe mir ehrlich gesagt schon so ein Rating um die Mitte 70, sodass er theoretisch auch als Stammspieler bis ins Finale kommen könnte. Wenn das nicht der Fall sein sollte, müssen wir natürlich gucken, dass wir ihn auf die Bank packen, aber spätestens im Champions League Finale als Kapitän in die Startelf, denn am Ende soll er den Henkelpott in die Luft tragen. Begleitet würde jetzt zumindest zu Beginn von folgendem Team mit Marco Höger, also Högi als Innenverteidiger neben Segert, also die Binde ist natürlich hier bei Willi, dann haben wir Behrens hinten drin, Rossipal spielt, Kota, Baxter, Bahn, Martinovic, Natterer, absolute Legende, rechts haben wir Tass und im Zentrum ist Florian Wagner, ich glaube so heißt er, ich bin mir aber auch nicht mehr zu 100% sicher, eine geile Mannschaft in der Startelf, auch eine namhafte Bank mit Keita Ruel, den kennt sicherlich auch einige von euch, dann haben wir Lebo, ich glaube Publikumsliebling, Malaschowski, wir haben Russo, Bartels, Jans und Riedel, auch hier die Reservebank ist durchaus gut bestückt, wo einige vermutlich den Verein verlassen sollen, denn wir wollen natürlich auch Transfers tätigen und das geht selbstverständlich nur mit Geld und da haben wir jetzt extrem wenig, nur knappe 2 Millionen. Als Drittligist sind Transfers eh in einer gewissen Hinsicht eingeschränkt, aber trotzdem wollen wir auf jeden Fall alles dran setzen. Ich hab Bock, wir starten rein und überspringen deshalb, würde ich sagen, direkt mal die Sommertransferphase, aber nicht überspringen im Sinne von, dass wir nichts machen, sondern dass ich jetzt alle Neuzugänge einkaufe, alle Spieler, die auf der Transferverkaufsliste sind, hergebe und euch gleich den kompletten Überblick verschaffe. Achso, vorher vielleicht noch ganz kurz. Es ist ein Projekt, das extrem aufwendig ist. Wenn es euch also gefällt und ihr ein bisschen Liebe da lassen wollt zum Beginn dieses SDG oder allgemeinen Karriere-Adventskalenders, dann lasst einen fetten Daumen nach oben da. Vielleicht knacken wir ja die 1500 Likes. Würde mich extrem freuen. Lasst Liebe da. Abonniert natürlich auch gerne kostenlos, um nichts mehr zu verpassen. Tag 1 von 24. Jeden Tag ein Video. Alles, was das FIFA-Karriereherz begehrt. Und um weitere Vorschläge auch für solch genannte Videos im Adventskalender zu bringen, einfach mal fleißig kommentieren. Der 24-jährige Kapitän und gesetzter Rechtsverteidiger ist natürlich aktuell noch mit einem nur auslaufenden Spielervertrag ausgestattet. Wir gehen einfach mal hier ein bisschen niedrig rein, Rotation, sodass der dann auch zufrieden ist. 5 Jahre obendrauf macht er das Ganze mit, 2 Jahre gibt er selber an, ich will 3, 1 Jahr hat er auch noch, dementsprechend 4 Jahresvertrag in der Gesamtwertung. Das ist doch eigentlich in Ordnung, bekommt gerne auch ein bisschen mehr Gehalt, aber es sollte dann eigentlich auch so passen und damit ist das wichtigste Standbein jetzt auf jeden Fall mal gestellt. Alle anderen Verträge werden verlängert und dann aber jetzt wirklich den kompletten Überblick aller Sommertransfers im ersten Jahr. Doch nochmal ein ganz kurzer Einwand. Wir haben übrigens mal wieder das Privileg, dass wir einen absoluten Top-Jugendspieler von Anfang an mit dabei hatten. 17 Jahre jung, hat ein 74er Rating, geht nochmal 2 hoch, wenn wir ihn auf die 10er-Position umtrainieren. Ich bedarf jetzt einfach mal, ja, keine Ahnung, keinen weiteren Änderungen auf der 10, würde ich einfach mal behaupten. Denn Hofmann ist mit einer 74 richtig gut ausgestattet und wir behalten den jetzt auch mal. Zusammen also mit Willi bis zum Ende. Ich werde den nicht gewinnbringend verkaufen. Das ist gar nicht der Sinn dabei. Aber wir haben sehr hohe Erwartungen. Wir wissen alle, wie das Manager-Rating im FIFA 23 Karrieremodus ist und mit so einem starken Schlüsselspieler, der raussticht, könnte das tatsächlich rein erfolgsbringend für uns absolute Vorteile mit sich bringen und dementsprechend hoffen wir, dass er uns vielleicht sogar so in entferntesten Sinn unseren Job sichert. Dementsprechend Hofmann jetzt zusammen also mit Schnatterer auf der Doppel-10 im 4-5-1 Tannenbaum-System, sage ich jetzt einfach mal. Bin ich absolut gut mit, bin ich super zufrieden, gibt uns andere Möglichkeiten, aber wie gesagt, keinesfalls wirtschaftlich oder gewinnbringend betrachtet, sondern einfach nur, dass wir halt jetzt einen richtig krassen Spieler haben, der eine Lücke stopft und uns, glaube ich, das Manager-Rating safen kann. Wir kümmern uns um die Jugend und haben den Scout, den wir von vornherein jetzt gehabt hatten, auch direkt rausgeschickt. Und jetzt gehen wir in die Transferzentrale. Einige Spieler auf der Wunschliste, die aber alle tatsächlich nicht möglich sind, wobei mittlerweile Leonidas Dergiu tatsächlich als möglicher Neuzugang, der in Frage kommt. Geld haben wir aber nicht mehr, denn das haben wir ausgegeben für Logan Delorier-Chabot. Keine Ahnung, wie wir den ansatzweise richtig aussprechen sollen. Wir sagen einfach
einfach Logan. 1,8 Millionen, Neuzugang also von Bordeaux. Dann haben wir Sydney Rebinger geholt, das Ganze von Greuther Fürth, 920.000. Dann Bradley Fink, ich würde behaupten, ehemaliger Spieler von Dortmund, also zumindest habe ich da irgendwas im Hinterkopf. Der kam hier für 50.000 und Marco Höger im Tausch. Dann haben wir hier Morten Behrens, fest verpflichtet für 1 Million vom SV Darmstadt. Und auch Dominik Kote haben wir geholt für 300.000 und Bentley Baxter-Bahn im Tausch. Was ein geiler Name vom ehemaligen Spieler Hansa Rostocks. Ja, 5 Neuzugänge, Kota und Behrens, mehr oder weniger Neuzugänge. Ihr wisst ja, was ich meine. Wir wollen aber auch für die Zukunft Planungssicherheit. Und ich habe gesehen, Kota vom linken Mittelfeld auf den linken Flügel plus 3 im Gesamtrating. Also das ist wirklich absolut geil. Ich habe wirklich jetzt schon absolut eine gute Mannschaft zusammen, bin super zufrieden. Und Willi ist schon bei einer 65 angekommen. Also der Typ ist auf jeden Fall ganz gut dabei. Ich freue mich drauf. Coole Mannschaft, cooles Team. Jans ersetzt also Höger in der Innenverteidigung und ich hoffe, dass diese Jungs vielleicht sogar den ersten Aufstieg direkt klar machen. Müssen wir aber nicht unbedingt. Ich will einfach nur im Traineramt bleiben. Der Saisonstart weniger gut. 5 Spiele, 1 Sieg, 3 Unentschieden und 1 Niederlage. Dafür aber gegen Regensburg im Pokal weitergekommen. Wir schauen einfach mal am 1. Januar, wie es gelaufen ist. Übrigens, die Social Media Kanäle von Niklas Wilson Sommer sind allesamt in der Videobeschreibung. Instagram, Twitch und auch YouTube. Checkt das sehr, sehr gerne ab. Ja, ich denke für viele ein absolutes Vorbild. Geil, was er macht. Top Fußballspieler, auch die ganzen Videos. Und damit möchte ich mich auf gar keinen Fall einschleimen. Macht euch selber ein Bild für alle die, die ihn noch nicht kennen. Aber ich denke, die Mehrheit wird wissen, was unser Kapitän in der Realität alles so für Dinge treibt. Kurzer Formcheck am 1. Januar. Manager-Rating ist okay, aber trotzdem, das wird definitiv noch auf jeden Fall in den Keller gehen. Genauso wie das Rating hier von Schnatterer. Willi hat schon die 67 und ist damit schon um plus 4 Ratingpunkte nach oben. Für alle die, die den Trick mehr oder weniger noch nicht kennen. Ja, hier, plus 4, das Ganze in einer Halbserie. Gut, der ist auch erst 24, da geht einiges. Wir trainieren den quasi immer pro halbe Saison um, haben den jetzt auf die Linksverteidigerposition. Den Deal machen wir jetzt auf jeden Fall fix, so kann man das, denke ich, ganz gut sagen. Und trainieren ihn dann wieder zurück. Dauert zwar eigentlich nur 2 Wochen, wir lassen das aber bis zum Ende der Saison laufen. In der Tabelle, in der Liga nur auf Platz 9. Ja, hat sich die Form vom Anfang nicht unbedingt gebessert. Wir haben 25 Punkte, es ist noch alles drin. Es sind nur 4 Punkte auf die Relegation. 60 und Ingolstadt sind dann doch schon ein bisschen weiter weg. Wir lassen uns überraschen. Hoffentlich bleiben wir einfach problemlos im Traineramt. Das ist nämlich das Einzige, was für mich zählt. Im DFB-Pokal, wie gesagt, in Runde 1 gewonnen gegen Regensburg. War dann in Runde 2 leider Endstation gegen den Bundesligisten aus Bochum. Das darf man auch mal verlieren. Ende der Saison, um das erste Jahr direkt dann ja über die Bühne zu bringen. Wir wurden einmal zwischenzeitlich entlassen. Ich habe einen Speicherstand aus der Wintertransferphase. Da werden wir öfter mal zurückgreifen müssen. Ja, denn ich glaube, auch hier ist es eine ganz schwierige Angelegenheit. Ich hoffe nicht, dass wir in die Aufstiegs- oder Abstiegsrelegation müssen. Müssen wir aber tatsächlich. Und ich glaube, das könnte dann auch unser Aus bedeuten. Denn wenn wir jetzt auf die Tabelle gehen, dann sehen wir Relegation gegen den ersten FC Magdeburg. Im DFB-Pokal haben wir hier den Gewinner aus Berlin. Also zu Hause im Olympiastadion holt die Berliner Hertha hier das erste Ding. Ja, gleich viele Punkte wie Osnabrück und der TSV 1860 München. Besser als Osnabrück in der Tordifferenz, schlechter aber als die Münchner. Hätten wir das letzte Spiel gewonnen, wären wir direkt hoch. War aber extrem eng. Wir haben uns aber deutlich verbessert. Jetzt heißt es also ab hier nach Magdeburg, denn wir wollen im besten Fall aufsteigen. Das Hinspiel ist ein 1-1. Logan und Helhan Kuri sind die Torschützen hier und ich hoffe, ganz egal vom Ausgang im Rückspiel, dass wir einfach noch im Traineramt bleiben. Wobei, ich weiß nicht, ob der Bug noch immer da ist, dass es auch so ist, wenn man ins neue Jahr kommt, dass automatisch das Manager-Rating ja in den Keller schießt, im negativen Sinn wohl bemerkt. Gehen wir also rein, Aufstieg oder Klassenerhalt, und es wird der Klassenerhalt, ja, und das Ganze nicht, weil wir ein Spiel verlieren, sondern weil wir leider halt zu Hause ein Gegentor mehr kassieren als Magdeburg zuvor. Lawrence, dann ist es Wagner, dann ist es wieder Logan und Ito, und damit bleiben wir ein weiteres Jahr in Liga 3, was für mich kein Problem ist, weil da entwickeln sich die Spieler besser, aber ich glaube, für den Vorstand ist es schon ein ganz großes Versagen hier. Wir sind direkt im zweiten Jahr und haben da die erste Neuverpflichtung, denn Leonidas Derviu wechselt jetzt also vom FC St. Gallen zu uns als neuer Innenverteidiger. Wir investieren nur 2,2 Millionen, ist ein absolutes Schnäppchen. Wir sind also im zweiten Jahr angekommen und das ohne Entlassung. Noch aber würde ich da keinen offiziellen Haken dahinter packen. So, alles mit der Ruhe, denn im Endeffekt habe ich jetzt den Spieler nur direkt am ersten Tag geholt, weil ich hoffe, dass der Vorstand das dann gut findet. Aber ihr seht es ja selber, das Manager-Rating ist katastrophal. Wir stehen da mit einer 41 und eigentlich ist es nur eine Frage der Zeit,
bis wir dann hier weiter entlassen werden. Ja, das wäre dann das zweite Mal oder bis wir eben weiterkommen. Und ich hoffe, dass der Vorstand noch ein bisschen Geduld mitbringt, gerade auch mit dem ersten Transfer. Bitte schmeißt uns nicht raus. Es sind die Momente, die den Karrieremodus oftmals gefühlt unspielbar machen. Der nächste Deal wird jetzt dann unter Dach und Fach gebracht. Andreas Jelderup, Nordirland, der einzige mögliche Neuzugang tatsächlich, der in Frage kommt, zumindest was die Spieler auf unserer Wunschliste betrifft. Wir haben dann auch noch ein bisschen Geld, haben ganz gut gewirtschaftet, werden das aber in die Jugend investieren. Hier investieren wir 2 Millionen und tauschen tatsächlich TASS noch dazu. Der Saisonstart nahezu perfekt. Im Vorbereitungsturnier kein einziges Spiel gewonnen, nee, keins verloren, so rum, dann Viktoria Köln geschlagen, Oldenburg gewonnen, genauso Saarbrücken und auch Elversberg. Unentschieden jetzt zuletzt gegen den BVB. Wir kämpfen uns langsam aber sicher zurück aus der Krise, stehen auf Platz 1 und haben eine richtig gute Mannschaft geformt. 70 plus ist natürlich das neue Ziel. Da fehlt nur noch Fridolin Wagner. Der heißt nicht Florian, sondern Fridolin, Horstipal, Sommer und auch Behrens. Und dann kann sich die Mannschaft sehen lassen. Ich kümmere mich selbstverständlich natürlich gleich hier nochmal um die Entwicklungspläne. Hin und her, Niklas Sommer, der hat sich jetzt bereits um 6 Ratingpunkte verbessert und wir sind noch früh, erst in der zweiten Saison. Jugendakademie, das ist für mich jetzt der nächste Schritt, denn wir haben ein bisschen Geld, das seht ihr jetzt dann auch gleich rechts oben. Ich will den für 1,4 Millionen. Das sollte für unsere Verhältnisse reichen. Einmal Deutschland, einmal Südamerika, das sind die Pläne. Alles Wichtige für die Zukunft sehen wir am 1. Januar. Wir wollen so schnell wie möglich aufsteigen, dass wir gerade, was Neuzugänge betrifft, einfach keine Einschränkungen mehr haben. Ach, und bevor ich es vergesse, hier nochmal alle Abgänge im Überblick. Caterwell ging für 340.000 zu Oxford United, UCD, AFC. Ich glaube, das war mal, oder ist vielleicht noch immer, das schwächste Team im FIFA Karrieremodus. Ja, Lutz 145.000, Schnatterer Herr Manstadt nach Rumänien 320.000, 260.000 für Haviolik, das war unser dritter Torhüter und Hofmann haben wir ausgeliehen. Das ist der Youngster, der hat mittlerweile eine 65 und vielleicht ja ganz interessant für die Zukunft und die ist bei uns noch immer bedroht und soll eigentlich jetzt erstmal in allererster Linie gefixt werden und ich hoffe, das gelingt mit einer weiterhin einfach im Kollektiv starken Hinrunde, denn der Anfang ist gemacht. Wir müssen eigentlich nur noch durch die geöffnete Tür hindurchgehen. Wir bleiben jetzt mal live mit dabei. Ich wurde bereits 2-mal entlassen und jetzt sind wir aber mittlerweile echt am weitesten gekommen. Ja, gerade sage ich's. Ach nein, nächste Entlassung. Ey, dieses Spiel, es ist unglaublich. Ich darf nicht aussprechen, was ich gerade denke. Viel geändert hat sich jetzt nicht. Wir verlieren das letzte Spiel gegen Viktoria Köln und damit vermutlich auch wieder unseren Trainerstuhl oder die Trainerposition. Ja, genau so ist es. Und jetzt sind wir tatsächlich in einem Kreislauf angekommen, wo wir eigentlich keine Chance mehr haben. Denn wir haben wirklich alle Spiele jetzt gewonnen. Wir sind mit Abstand Erster, wir würden aufsteigen, aber der Drecksvorstand sagt, nein, ihr müsst raus, Entlassung, weil es einfach nicht funktioniert. Und ich weiß nicht, wie ich jetzt noch weitermachen soll. Es geht gar nicht mehr. Ich habe es nochmal probiert, es geht einfach nicht. Wir werden jedes Mal aufs Neue wieder entlassen. Ich gebe dem Ganzen jetzt noch eine einzige Chance, denn ich habe noch einen normalen Speicherpunkt, ich glaube vom Anfang der Saison. Werde mich nochmal ransetzen, nochmal durchsimulieren. Aber ansonsten ist dieses Projekt tatsächlich gescheitert und ihr werdet das Video niemals sehen. Ich hatte jetzt keinen Bock mehr. Ich habe jetzt hier den Speicherstand überschrieben. Ja, wir wurden wieder mal entlassen, sogar diesmal schon im März. Ich hatte wirklich keine Nerven mehr für den Scheiß. Rot-Weiß Essen war das einzige Team, was uns wollte. Wir sind also hier aktuell bei dem Team, wo ja auch noch im Karrieremodus bei uns hier auf dem Kanal eine Karriere läuft. Das ist unsere Mannschaft, soll aber wirklich nicht von allzu großer Bedeutung sein. Ich will einfach nur hier ein gutes Manager-Rating abliefern, mich für andere Vereine wieder beweisen und wenn wir dann das erste Team haben, das durchaus auch für die Bundesliga gemacht ist, werde ich mich dort drauf bewerben, hoffen, dass die uns nehmen. Da müssen mehrere Faktoren natürlich zusammenspielen, die Zahnräder ineinander greifen und dann könnte es sein, dass wir natürlich wieder auch auf einem guten Weg sind und dann eben Willi dahin kaufen. Ja, bleibt nichts anderes übrig. Der SV Waldhof Mannheim hatte keinen Bock, dann habe ich das auch nicht mehr. Nach langem Hin und Her haben wir jetzt endlich mal eine Erstligastelle gefunden. Porto, Sporting, Braga, Celtic, Rangers, alle hatten keinen Bock und das, obwohl unser Manager-Rating gut ist. Wir unterschreiben jetzt bei Rakow, also in Polen. Die sind, glaube ich, zum aktuellen Zeitpunkt auf Platz 1 Unterschrift gesetzt, aber es soll eigentlich auch hier nur eine Zwischenstation werden. Dort holen wir jetzt einmal mit Pascal Stenzel und mit Albian Ayeti 2 Neuzugänge, Innenverteidiger, Stürmer. Mehr haben wir jetzt zum Anhieb eigentlich hier erstmal gar nicht gebraucht. Die habe ich zumindest jetzt mal auf Anhieb direkt gefunden. Stenzel, Ayeti, das im Hintergrund ist dann unsere Mannschaft. Wir sind jetzt seit 2 Wochen da, haben beide Spiele gewonnen. Hier einmal 2-0, einmal 1-0. Wir stehen, glaube ich, auch ganz gut da. Mit dieser Mannschaft Leistung zeigen, das Manager-Rating aufrechthalten und uns natürlich für andere Teams beweisen. Wir stehen hier mit Abstand auf Platz 1 sogar. Deutlich vor Legia und auch Lech Posen, die ich eigentlich da als die Top-Favoriten sehe.
Gut für uns, noch keine Niederlage, warum auch immer dann ein Trainerwechsel her musste, aber anscheinend ist der Vorstand hier nicht unbedingt besser als der zuvor beim SV Waldhof Mannheim. Noch ist es nicht die Position, um Willi zurückzuholen, dafür wollen wir ja in eine der europäischen Top-Ligen zurück und ich hoffe, dass das Sprungbrett hier dann auch funktionieren kann. 3 Monate bei Rakow, überragende Arbeit geleistet und jetzt kommt's vielleicht wieder so richtig ins Rollen, denn der FC Watford hat Interesse, wir unterschreiben also hier unseren neuen Vertrag. Willi kommt dann natürlich zu der Mannschaft, wo wir dann endgültig bleiben wollen. Ob die Premier League nicht vielleicht ein zu hartes Pflaster ist, wird sich noch rausstellen, aber die Möglichkeit bietet sich jetzt und nur einmal und wir wollen zeigen, dass wir der perfekte Trainer sind, um zusammen mit Niklas Wilson Sommer natürlich auch die Champions League gewinnen zu können. Und das hier ist dann unsere Mannschaft. Minx ist Kapitän, Niklas Wilson Sommer könnte, glaube ich, hier seine Zukunft finden. Das ist zumindest mal der Plan, denn mit dieser Mannschaft wollen wir natürlich in die Premier League. Wir sind auf dem besten Weg, können das eigentlich schon gar nicht mehr hergeben. Auch hier wieder unverständlich, weshalb die überhaupt einen neuen Trainer gesucht haben. Aber wir spielen also in der AFL Championship und wir wollen natürlich in die Premier League. Und ich glaube, dieses Ziel sollten wir dann auch am Ende dieser Saison erreicht haben. Wir gucken jetzt mal noch ganz kurz drauf, ob wir noch ein bisschen Geld haben. Oh ja, wir haben 46 Millionen, sind zwar außerhalb jeglicher Transferphasen, aber könnten natürlich jetzt schon mal prophylaktisch fürs nächste Jahr Spieler einkaufen. Niklas Wilson Sommer ist also auf jeden Fall ein Neuzugang fürs nächste Jahr. 1,3 Millionen, aber nicht nur er, wir haben auch noch 2 andere. Und zwar holen wir noch Abdallah Simmer für 21 Millionen, den wir dann als Stürmer umtrainieren. Da geht er, glaube ich, +3, vielleicht sogar +4 hoch. Und Rentsch kommt noch für 15 und Perrin im Tausch. Wir haben noch Nuno Tavares mit einer 80. Ich weiß schon gar nicht mehr. Habe ich euch die Mannschaft gezeigt? Ich glaube schon. Auf jeden Fall notfalls seht ihr sie nochmal hier. Dann ist Tavares auf jeden Fall die eine Seite und dann natürlich Neuzugang Rentsch die andere. Und dann will ich neue Innenverteidiger, vielleicht auch einen neuen Torhüter. Es ist keine schlechte Mannschaft. Ich glaube, da brauchen wir nicht drüber reden. Die Truppe kann sich wirklich sehen lassen. Aber im Endeffekt, ja, Handlungsbedarf würde ich jetzt nicht unbedingt behaupten. Aber es ist halt eine Mannschaft, die, glaube ich, trotzdem noch ein bisschen verbessert werden sollte, wenn wir denn auch in der Premier League bestehen wollen. Und das wollen wir natürlich. Denn da geht es jetzt für uns hin. 101 Punkte haben wir insgesamt geholt. Der FC Watford ist zurück im höchsten englischen Spielklasse. Ja, ihr wisst, was ich meine. Auf jeden Fall sind wir jetzt hoffentlich zurück in der Spur. Und im nächsten Jahr, Premier League, gucken wir ganz kurz drauf, wie viel Geld. Wobei, nein, wir gucken nicht drauf. Wir machen eine unglaubliche Transferphase. Und ich hoffe, wir haben danach eine Mannschaft, die verhältnismäßig mit der hier kaum noch was zu tun hat. Der Saisonstart war katastrophal. Southampton verloren, Leeds und auch Accrington im Pokal. Dann aber der erste Sieg gegen Fulham. Manager-Rating ist stabil. Ich kümmere mich jetzt noch um die Jugend. Vorausgesetzt, wir haben noch ein bisschen Geld. Ja, minimal. Es ist nämlich einiges passiert. Und ich bin super zufrieden, denn Georgi Mamardashvili kam für 19 Millionen und Maduka Okoye im Tausch. Das haben wir gemacht, weil wir einen deutlich besseren Keeper brauchten und bekommen haben. Fabio Carvalho kommt für 43 Millionen, Miretti für 49. Dann haben wir hier Antonio Silva für 40, Kubo für 30 und Hincapier für 45 und Tyrone Mings im Tausch. Nichtsdestotrotz ist das eine unfassbar starke Mannschaft. Es ist eine richtig geile Truppe und ihr habt es gerade hier gesehen, Hincapier können wir jetzt auch offiziell als Innenverteidiger umtrainieren und ich denke, da wird es auch nicht allzu lange dauern, dass er da nochmal das nächste Rating-Ding hier auf jeden Fall erreicht. Coole Mannschaft. Willi ist natürlich auch mit von der Partie. Nicht in der Startelf, nicht auf der Bank, sondern auf der Reservebank. Auf langfristige Sicht natürlich für die Champions League geplant. Dieses Team ist hoffentlich dafür bereit, die Klasse zu halten. Im nächsten Jahr, ja, perfektionieren wir diese Mannschaft. Wir wollen so schnell wie möglich auf eine 80+. Ich denke, Silva sollte die auf jeden Fall erreichen. Niang, Montero, ja, vielleicht auch. Also dann ist es eine gute Mannschaft. Der Klassenerhalt ist, das sehe ich zumindest so an, als Trainer absolute Pflicht. Und ich hoffe, dass wir dieser Pflicht auch nachkommen. Und um gar nicht mehr so viel Zeit zu verlieren, springen wir direkt ans Ende der Saison. Hoffentlich ohne Probleme bezüglich Entlassungen und so weiter. Es war ein ganz okayer Start. Dann haben wir stark abgebaut, haben uns aber dann auch wieder gefangen. Und ich glaube, unterm Strich müsste es für den Klassenerhalt gereicht haben. Und ja, so ist es auch. Es ist Platz 12, 38 Spiele, 43 Punkte. Wir haben also hier doch gute 11 Punkte Vorsprung auf den direkten ersten Abstiegsplatz. Nach vorne reicht es noch nicht ganz, aber natürlich wollen wir im nächsten Jahr schauen, dass wir hier einen neuen rechten Flügel und einen neuen Achter bekommen und dann haben wir halt wirklich im Kollektiv hoffentlich eine 82+ und sind gar nicht mehr so weit von der Premier League Spitze und damit vielleicht auch Europa entfernt. Das ist auf jeden Fall unser nächstes Ziel und genau an das setzen wir uns jetzt natürlich ran. Wir gucken mal noch ganz kurz, ob Niklas Wilson Sommer ein paar Spiele gemacht hat. 2 Stück
sogar. Eins im FA Cup, eins in der Premier League und er hat sich nochmal um 2 Ratingpunkte verbessert hier. Das ist unsere Mannschaft jetzt und das ist mittlerweile eine Weltklasse-Truppe, die würde ich jetzt einfach mal behaupten, in den meisten anderen Top-Ligen auch vielleicht sogar Europa und sogar die Champions League klar machen könnte. Ich denke, in der Premier League ist die Konkurrenz noch zu groß, aber das bedeutet auch, wir haben noch genug Zeit, um diesen Jungs Spielpraxis, ja, Erfahrung und dann natürlich Zeit lassen, um das Potenzial auszuschöpfen. Es ist eine richtig geile Mannschaft. Jetzt gehen wir natürlich ganz kurz auf die ganzen Namen ein. Wer ist neu dazugekommen? Luka Sucic für 40 Millionen hier von Alkmaar und dann hier noch Nicolas Seiwald für 50 Millionen. Ja, ich glaube, ehemaliger Spieler von Salzburg. Hier war er mittlerweile bereits bei Nizza. Das also unsere Neuzugänge. Im Gegenzug sind auch einige Spieler gegangen. Montero für 17,2, Marin für 12,3, Sierrel Tah, dann ist für 9, Trost Ekong 1,4 und das war's. 4 Abgänge, 2 Neuzugänge, Jugendscout wieder rausgeschickt und ein Saisonstart, der sich durchaus sehen lassen kann. Bisher nur in Anführungszeichen verloren gegen Liverpool, gewonnen gegen Sheffield Wednesday im Pokal, unentschieden Bournemouth und ein 1-0 gegen Fulham zu Beginn. Wir gucken am 1. Januar, wie es läuft. Ja, machen wir. Zwischenstopp also Januar. Schauen wir also mal rein. Im Januar ist das Manager-Rating im orangefarbenen Bereich. Vielleicht sind einfach jetzt die Ansprüche schon wieder ganz andere. Aber ja, wir haben dann durchaus auch das Potenzial, diesen Ansprüchen nachzukommen. Wir gucken mal ganz kurz drauf. Wir stehen nur auf Platz 9. Scheint aber alles ziemlich eng zu sein. Also zumindest so rund um Platz 11 bis vor 6. Ja, okay. Ja gut, Europa wird wahrscheinlich noch nicht machbar sein. City, Liverpool, Spurs, United, Chelsea einfach zu gut. Arsenal, die ich eigentlich auch da oben gesehen hätte, nur auf Platz 12. Im FA Cup starten wir jetzt dann reingehend den FC Sunderland und im Carabao Cup sind wir auch schon raus. Da war dann Endstation wahrscheinlich hier direkt gegen Liverpool. Genauso ist es. Aber Manager-Rating, naja, ich hoffe trotzdem einfach, dass wir über die Runden kommen. Denn ich glaube, im nächsten Jahr könnte man dann schon angreifen. Denn die 85 plus ist das absolute Pflichtziel fürs nächste Jahr nach abgeschlossener Sommertransferphase. Here we go again. Nächste Entlassung. Vertrag wieder mal aufgelöst. Ich glaube, wir müssen Leistungen bringen. Aber ich habe einen ganz guten Speicherstand. Und hoffe, dass wir es schaffen. 29. März 2027 und wir sind wieder da in der Spirale, wo wir eigentlich nicht sein wollten. Im zweiten Anlauf könnten wir es jetzt schaffen, vermutlich auch, weil wir im FA Cup weitergekommen sind, also weiter als zuvor. Hier 4 Siege, eine Niederlage nur im letzten Monat für uns. Es reicht dann doch auch mit ein bisschen Puffer. Nichtsdestotrotz ist das natürlich unter den eigentlichen Erwartungen. Also, das ist unsere Mannschaft. Die 85 plus nächstes Jahr bedeutet Zimmer, Silva und Rentsch müssten ersetzt werden. Ja, gucken wir einfach mal. Lassen das Ganze auf uns zukommen. In der Liga heißt es Platz 9. Viel mehr war einfach nicht dringend. Arsenal dann auch an uns vorbei. Ja gut, nach oben ist die Lücke dann einfach auch zu groß. West Ham und Arsenal vielleicht hätte gerade so gereicht, aber das wären 4 Punkte einfach nicht aufzuholen. Im FA Cup waren wir, glaube ich, im Viertelfinale. Da dann gegen City verloren. Gewonnen hat das Ganze dann auch City. Carabao Cup haben wir vorhin schon gesehen, die Spurs gegen United. Die internationalen Wettbewerbe sind uns noch egal, denn noch spielen wir nicht drin. Diese Mannschaft wird nochmal auf jeden Fall ein bisschen verbessert und dann werden wir das nächste Mal angreifen. Und vielleicht soll es jetzt im nächsten Jahr dann auch Europa werden. Das ist unsere Mannschaft und ja, jetzt setze ich das Ziel das erste Mal. Wir wollen in die Champions League. Willi wird parallel natürlich dauerhaft hin und her trainiert. Die Jugendscouts sind auch wieder unterwegs. Saisonstart, ja, war okay. Verhältnismäßig können wir damit, glaube ich, ganz gut umgehen. Verloren gegen United, direkter Konkurrent. Dann Arsenal einen Punkt geholt. Grimsby Town geschlagen im Pokal und Nottingham der erste Dreier. Wir wollen in die Königsklasse, dafür bedarf es direkte Siege gegen die Konkurrenten und natürlich viel mehr auch auf jeden Fall Siege gegen die Teams drumherum. Es gibt immer mal wieder Ausrutscher, also Konstanz ist jetzt hier das wichtigste Thema und ich hoffe, dass wir das auf jeden Fall dann auch hinbekommen. Alle namhaften Neuzugänge und darunter zähle ich wirklich alle, seht ihr nochmal hier. Mike Maignan 49 Millionen, Schlotterbeck 70, Hakimi 82,5, Darwin Núñez für 90, der warum auch immer eine Glatze hat in-game, verstehe ich nicht, werde ich nicht verstehen, ganz komisch. Und Finn Dahmen haben wir noch geholt als Backup-Torhüter, denn ja, wir haben unseren eigentlichen Nummer 1-Keeper Mamardashvili hergegeben. Das seht ihr jetzt dann gleich hier. Rentsch 57, Mamardashvili knapp 70, Silva 78 und Zimmer 79. Also ordentlich Kohle eingenommen, aber genauso viel auch wieder ausgegeben, denn jetzt haben wir ein großes Ziel, die Champions League. Wir wollen unter die ersten 4 Teams in der Premier League kommen. Wir sind am Ende der Saison, der Monat Mai, naja, also das könnte uns vielleicht die Champions League versaut haben, das Manager-Rating, aber lässt eigentlich darauf schließen, dass es theoretisch
gereicht haben könnte. Diese Mannschaft ist schon wirklich absoluter Wahnsinn und ja, let's go. Wir haben es geschafft und stehen auf Platz 4, spielen nächstes Jahr also in der lang ersehnten Champions League. Also auf und ab, ja, die meisten Downs hatten wir eigentlich gefühlt. Ich glaube um die 7-8 Entlassungen insgesamt, beim Waldhof natürlich 4 und auch hier mittlerweile 2. Also es ist schon wirklich skandalös, aber über Umwege haben wir es geschafft. Wir gucken ganz kurz auf den FA Cup, der geht an Manchester City gegen Bournemouth, 4-3 im Finale. City holt auch hier den Carabao Cup und in der Premier League sind sie auch an der Spitze. Also das ist das Triple für die Citizens. Ich weiß gar nicht, wie es da international aussieht, das können wir sehr, sehr gerne auch ganz kurz abchecken. In der Champions League haben sie das Ding bis ins Halbfinale bringen können, dann unterlagen sie Paris Saint-Germain. Wenn wir nächstes Jahr was machen, dann betrifft das ja höchstwahrscheinlich den Linksverteidiger, ansonsten aber haben wir nicht allzu großen Handlungsbedarf. Vielleicht aber passiert doch was, unverhofft kommt immer gut und deshalb würde ich sagen, ins nächste Jahr. Und mit dieser Mannschaft sind wir nicht nur Champions League Teilnehmer, sondern zugleich auch, würde ich behaupten, Geheimfavorit auf einen möglichen Titelgewinn. Unsere Gegner stehen für die erstmalige Champions League Teilnahme, treffen wir auf Lazio Rom, auf Ajax Amsterdam und zu guter Letzt auf Athletic Bilbao. Ja, keine schlechte Gruppe, aber ich denke trotzdem durchaus eine machbare, zu dem wir uns nochmal verbessert haben. Und das seht ihr hier, wir haben Theo Hernandez geholt für 92 Millionen, Florian Wirtz für 30 und Carvalho dafür im Tausch, plus noch hier Auriel Tchouaméni, 12 Millionen und im Tausch dafür Seibald. Ja gut, durch den Tauschdeal ist jeweils Seibald und auch hier zuvor, wer war das, Carvalho hochgegangen, da können wir aber nichts dran ändern. Zum Zeitpunkt des Deals hatte Seibald nur eine 87 und war dementsprechend 2 Ratingpunkte schlechter als Tchouaméni, ist auch nochmal ein bisschen defensiver, bringt uns hoffentlich die Stabilität, die wir wollen. Und dann haben wir eine Mannschaft, die sogar auf dem besten Weg ist, eventuell sogar die 90 plus zu erreichen, das muss man sich mal vorstellen. Und wir werden uns dran setzen, Champions League nicht auf die leichte Schulter, aber ich hoffe, ich kann euch völlig souverän am 1. Januar erzählen, dass wir die Gruppenphase absolut cool überstanden haben. 1. Januar und traditionell gucken wir natürlich im Kalender zurück auf die Spiele. Zum Auftakt gab es einen Sieg über Lazio, dann auch gewonnen gegen Ajax und Bilbao, sogar beide Spiele. Dann verloren gegen Lazio und gegen Ajax, aber das sind 12 Punkte, die eigentlich reichen müssten. Wir gucken mal ganz kurz drauf, das hier FA Cup ist für uns jetzt total irrelevant, genauso wie die Premier League, wobei da sind wir Fünfter. Wir wollen einfach nur wieder die Qualifikation für die Champions League auf jeden Fall ja, in trockene Tücher bringen. Sporting Lissabon ist da unser Gegner. Ich denke, eine machbare Aufgabe, nachdem es hier hinten raus dann doch nochmal eng wurde. Gerade für Lazio, für Bilbao und Ajax. Aber wir waren eigentlich dauerhaft safe. Hinten raus ein bisschen abgebaut. Ich hoffe aber, wir finden wieder zur alten Form und kommen wieder so richtig in Tritt. Und dann sollte Sporting Lissabon eine absolute Pflichtaufgabe werden. Den Anfangsschwung aus der Champions League mitnehmen. Auf der anderen Seite sehen wir Brozovic, Tolisso und Pedro Porro. Die kennen wir natürlich auch, Tetze. Aber trotzdem, weiß ich nicht, vielleicht sind da auch ein paar Regions mit dabei. Das weiß man natürlich nie. Aber ich würde sagen, wir sind eine absolute Top-Mannschaft hier auf international Weltklasse-Niveau und müssen eigentlich in Lissabon den ersten Schritt gehen. Und das machen wir auch mit einem 3-1 früh. Führung Sucic, dann ist es Nunez, Medinha und Hakimi. Deckel drauf, 3-1, ab nach Watford. Und da sind wir in der Vicarage Road. Ja, Vicarage Road. Keine Ahnung, ob das ansatzweise richtig ausgesprochen ist, aber im Rückspiel gibt es ein 2-2. Ja, wir haben uns nicht wirklich schwer getan, aber lagen immer wieder zurück. Das hätte durchaus auch in die Hose gehen können. Ist es aber nicht. Was nicht ist, kann hoffentlich auch nicht in der Zukunft werden. In dem Fall, ja, wenn wir natürlich die Champions League gewinnen, ist alles gut. Wir sind also eine Runde weiter in der Gesamtwertung, weiß ich jetzt schon gar nicht mehr, was das war. Ein 5-3. Okay, ja, jetzt haben wir Teams wie Leipzig, Chelsea und auch Florenz. Wir haben hier noch Liverpool, City, Marseille und Real. Ja, ich denke, kein Team ist zu Unrecht im Viertelfinale. Von daher, wir müssen es eh mit jedem aufnehmen, wenn wir die Champions League gewinnen wollen. Red Bull Arena. Leipzig trifft also auf Watford. Wir haben da unter anderem Rashford, Nkunku, Paqueta, also auch natürlich eine Bankbreite an absoluten Topstars, aber die haben auch wir und ich sehe, ja, uns auch als besseres Team. Sucic, Barella, Darwin, Nunez. Wir gewinnen das Hinspiel, das ist doch schon mal ganz in Ordnung. Und im Rückspiel wollen wir natürlich jetzt das Ticket fürs Halbfinale lösen. Wir haben die besten Voraussetzungen und gewinnen hier auch mit einem 3-1. Es ist Darwin Nunez, der mit einem Doppelpack sogar vorangeht. Dann noch Theo und für Leipzig war ziemlich früh klar, hier geht heute nichts. Barella nur noch mit dem Anschluss, der jetzt glaube ich ja sogar in beiden Spielen getroffen hat. Ein 5-2 in der Gesamtwertung, Halbfinale. Top 4 Teams in Europa. Ja, vielleicht habe ich auch etwas zu niedrig gestapelt, aber mal für mal sehe ich unsere Mannschaft wieder vor der Live-Simulation und merke einfach, diese Truppe hat sowas von das Zeug dazu, hier auch den Henkelpott zu gewinnen. Und da kommt es zu
einem absoluten Kracher. Sucic fehlt leider aufgrund zu vieler gelber Karten. Manchester City, direktes englisches Duell. Und ich glaube, da haben wir eine Mannschaft auf Augenhöhe und wir setzen uns mit 1-0 durch. Augenhöhe ist das passende Stichwort. 50-50 Ballbesitz, 5 Schüsse, 5 Chancen auf beiden Seiten. Und wir halt mit dem einen Lucky Punch in Minute 44. Ab geht's in City of Manchester Stadium, wie es international heißt. Eigentlich bekannt natürlich als Etihad. Und Sucic ist zurück. Und ich sehe gerade, Schlotterbeck, Hincapié und Hakimi sind die einzigen Spieler, die noch nicht die 9 Form Gesamtrating haben. Das ist natürlich auch eine absolute Bankbreite hier. Let's go! Wieder total ausgeglichen. Wieder Núñez, Camavinga und Sucic. Und der Mann, also der Uruguayer, der ist einfach Erfolgsgarant bei uns. Und direkt im ersten Anlauf ziehen wir also ins Finale ein. Der Gegner, völlig überraschend, Fiorentina. Der AC Florenz, damit habe ich wirklich beim besten Willen nicht gerechnet. Also das wundert mich auch sogar. Jetzt haben wir aber noch dazwischen 4 Ligaspiele. Unentschieden gegen Leeds, auch unentschieden gegen Arsenal. Gegen die Toffees gibt es ein 3-2. Und gegen Brighton Hove Albion zu guter Letzt auswärts holen wir nochmal ein 2-2. Naja gut, in der Liga kommt es hoffentlich gar nicht mehr drauf an. Denn ich denke, wir sind dann durch. Manager-Rating sehen wir oben jetzt eigentlich nur noch den Daumen nach unten. Ist mir relativ egal. Das ist eine Mannschaft und natürlich wird die gleich ersetzt. Zumindest mit einer Änderung, denn hier Niklas Wilson Sommer wechselt zur neuen Saison zu Bournemouth. Das sehe ich ja jetzt gerade erst. Also das ist sogar die letzte Möglichkeit. Oh mein Gott, stellt euch mal vor, wir hätten jetzt die Champions League nicht gewonnen. Ja gut, dann hätten wir ihn halt im nächsten Jahr nochmal verpflichten müssen. Er hat begonnen mit 24 Jahren. 7 Jahre später steht er im Champions League Finale und das gleich, wohlbemerkt auch als Kapitän, auf und ab. Es war einiges geboten in der Premier League, hatte einen Einsatz in der Champions League noch gar nicht. Wir gucken mal ganz kurz hier auf die Statistik, was fällt auf. Ja, Theo Hernandez, 8 Dinger selber gemacht sogar. Hincapié auch, Hakimi auch ein paar direkte Torbeteiligungen. Flo Wirtz, 13, 15, Kubo auch hier. Ja, aber ich glaube, unten sehen wir gleich einen Núñez, der komplett rausragt. 19, 6, Sucic, 44 Tore, Darwin Núñez, 10 allein in der Champions League. Der Mann ohne Haare mit der Glatze ist komplett im Modus. Und wir gucken jetzt nochmal ganz kurz auf alle Wettbewerbe. Gespielt wird übrigens im Wembley Stadium, das habe ich gerade eben schon gesehen. Wir gucken auf den Werdegang der Fiorentina, die gewinnen hier gegen Dortmund. Das haben wir ja vorhin gesehen. Dann hier 6-4 gegen Real Madrid und 3-2 gegen Chelsea, um das dann hier ins Finale zu schaffen. In der Europa League gewinnt United gegen Bilbao und in der Conference League sichern sich die Spurs das 3-2 gegen Atletico Madrid. Carabao Cup, da hat Chelsea gewonnen im London Derby gegen Arsenal. FA Cup standen wir, ich glaube, im Halbfinale genau, dann unterlagen wir Fulham. Die verlieren dann aber im Finale gegen die Gunners und in der Liga auch auf Platz 4. Ja gut, ein Punkt mehr und wir wären Zweiter geworden, aber das ist alles nur Ergebniskosmetik. Jetzt heißt es für uns eine Änderung, Wembley Stadium und natürlich Teammanagement muss dann Hakimi weichen. Der geht eben mit auf die Bank, was für uns aber eigentlich auch kein Problem ist, denn der kann natürlich dann später eingewechselt werden und hier haben wir dann Niklas Willi Wilson Sommer und der ist nicht nur Rechtsverteidiger, sondern trägt heute auch die Binde. Ich freue mich drauf. Da haben wir uns jetzt die ganze STG drauf gefreut. Wilson, also Willi ist bei uns in der Startelf. Niklas Wilson Sommer, Kapitän, 74er Gesamtrating. Ihr könnt mir gerne mal in die Kommentare schreiben, ob ihr damit zwingend gerechnet habt. Und ansonsten würde ich sagen, spielen die in den hauptsächlich weißen Trikots, wir traditionell in Gelb und Schwarz. Und dann gehen wir rein. Ultimativ, ab geht's ins Wembley. Anstoß also, Darwin Núñez, 10 Tore in der Champions League. Damit führt er die Torjägerliste in der Königsklasse an. Und wir wollen von vornherein anführen, was wir hier machen wollen. Takefusa, Kubo, was macht denn die Abwehr? Kubo, das ist der Pfosten! Die erste Großchance im Spiel, das sah ja jetzt extrem leicht aus, ist glaube ich aber auch nur eine Momentaufnahme, will ich zumindest hoffen, denn wenn es so leicht werden sollte, dann wird es natürlich kein allzu interessantes Finale, schon gar nicht für euch, aber ich glaube, ja, das hat sich gelegt, Willi muss das erste Mal mit, ja, hier muss Hincapié jetzt aushelfen und das klappt ganz gut oder auch nicht, die Fiorentina hat die erste Chance und auch da. Fehlt nicht viel. Auf beiden Seiten die ersten Hochkaräter. Und wieder Florenz. Und da ist man ja. Und da haben wir dann auch Willi, der die Kugel jetzt direkt mal hinten spielerisch auf jeden Fall rauskatapultieren möchte. Denn wenn wir es gut machen, gibt es daraus vielleicht auch einen direkten Konter. Und Willi ist mit involviert. Auf der Außenbahn zieht er jetzt das Tempo an, aber verliert das Laufduell dann leider. Und somit geht es wieder in die andere Richtung. Florenz ist voll im Spiel. Und das ist abseits. Zum Glück. Wieder über Kubo. Der ragt raus in der Offensive. Dann ist im Rückraum hier Darwin Núñez. Und der scheitert am stark aufgelegten Keeper. Ich weiß gar nicht, wer es war, aber auf jeden Fall eine Glanztat. Miretti jetzt beim Eckball. Kurzer Pfosten. Fallrückzieher. Ding geklärt. Und dann war es leider ein Handspiel. Und damit gibt es Freistoß für Fontaine.
Ja, sagt mir gar nichts. Langer Ball auf Darwin Núñez, der pflückt das Ding und jetzt noch vorbei am Keeper und dann auf der Linie Milenkovic. Wieder schöner Ball Núñez und wieder ist der Keeper da. Also jetzt sind wir komplett im Spiel, machen das richtig gut, aber hier ist dann Enning, der ehemalige Spieler von Dortmund 2. Also auch hier in der Startelf. Ich habe mir die Mannschaft vorhin ehrlich gesagt gar nicht so richtig angeschaut, also gar nicht drauf geguckt. Das ist Schlotterbeck, das ist wichtig und der Ball ist wieder bei uns. Also es ist wirklich ein reger Austausch, wo wir ganz gut reingekommen sind, kam dann Florenz über 10 Minuten richtig gut rein und jetzt sind es tatsächlich wir, die drauf und dran sind, hier das 1:0 zu erzielen, aber bisher nur unseren Meister in Fontaine finden. Willi jetzt beim Eckball und die bringt er hoffentlich ganz gut rein. Ja, die Ecke kann sich sehen lassen und beinahe Hincapié mit dem Tor und Willi hätte sogar einen Assist gehabt. Jetzt hinterläuft Theo, wieder stark gemacht von Kubo und jetzt brauchen wir Darwin Núñez und dann ist es wieder der Keeper, der über sich hinauswächst. 41. Spielminute. Die Ecke voll mit Willi hat ja ganz gut geklappt. Dementsprechend, ja, machen wir es einfach nochmal. Und dann kommt die Flanke an dem kurzen Pfosten. Aber die Jungs laufen nicht im Kollektiv so mit, wie wir es eigentlich vorhatten. Willi, zweiter Versuch. Nun, jetzt steigt hoch und wieder Fontaine. Diesmal versuchen wir jetzt die kurze Variante hier auf Sucic. Und dann sollte Willi hinterlaufen. Macht er auch und bringt dann die Flanke und findet Hincapié. Oh Mann, es ist nur eine Frage der Zeit, bis wir überhaupt das Tor machen. Also auch Florenz hatte Chancen, so ist es nicht. Aber dass es hier 0:0 steht, das grenzt an ein Wunder. Sucic läuft einfach durch, zündet den Turbo. In der Mitte ist Núñez dabei und diesmal ist Fontaine chancenlos. Auch wenn der Ball nochmal in Richtung Torhüter geschossen wird. Das 1:0, 53. Minute. Nach einem Eckball der Fiorentina kontern wir, weil Sucic plötzlich hier mehr als nur den Turbo zündet. Da war Nitro auf jeden Fall auch noch aktiviert. Ja, und keiner fühlt sich zuständig, aber der ist ja auch blitzschnell und dann hat er noch den Überblick und ja, Núñez macht sich hier eine heftige Challenge draus, weil er denkt, nee, der Fontaine, der kriegt von mir nochmal ein bisschen eine und ich schieße ihn einfach ins Torwart-Eck. Hätte auch schief gehen können, ist es nicht. Dementsprechend weg mit dem Konjunktiv, rein in die Gegenwart. Wir führen mit 1:0 und das ist kein Abseits. Und Núñez, und da ist es Núñez. Und dann scheitern wir zum ersten, zum zweiten und zum dritten ist er drin. 57. Minute, Takefusa Kubo. Das ist also jetzt das 2:0. Ich glaube, umständlicher kann man es gar nicht machen. Ich dachte ursprünglich abseits da bin Núñez und dann noch vorbei am Keeper und dann schieße ich und dann abgefälscht und nochmal abgefälscht. Der dritte ist dann drin. Fontaine war sicherlich genauso irritiert wie auch wir. Zweimal der Verteidiger und dann ist auch die Sicht versperrt und der Ball kommt durch die Beine rein ins Netz. Binnen kürzester Zeit steht es also 2:0 und das Ganze in nur 4 gespielten Minuten. Und vielleicht ist das auch schon die Vorentscheidung, vor allem wenn Florenz jetzt hier noch weiter Geschenke verteilt. Das ist Florian Wirtz, in der Mitte ist dann Núñez, aber es gibt Eckball. Darwin Núñez setzt sich durch, Florian Wirtz ist in der Mitte, wir leiten noch eins weiter und machen jetzt offiziell die Vorentscheidung. Deckel drauf, 67. Minute, Sucic, das geht zu einfach. Florenz hat auf der anderen Seite wohlbemerkt eine Riesenchance, wo wir Glück hatten, dass der Ball tatsächlich nicht im Netz untergebracht werden konnte und dann hier mit dem nötigen Glück ist es Darwin Núñez weiter auf Wirtz, der raus auf Sucic und dann schön ins lange Eck. Hakimi für Schlotterbeck können wir machen. Oh nein, was ein komisches Tor. Wir gucken nochmal auf die Wiederholung. 88. Minute. Hier erstmal Hernandez ganz komisch und dann Hakimi und ich habe gar nichts mehr gecheckt und dann ist der Ball drin, weil auch man ja natürlich nicht wusste, was passiert jetzt. Aber es war die 87. offiziell von Gionto und damit ist es jetzt dann auch gleich zu Ende. Und natürlich warten wir jetzt noch auf die Siegerehrung, denn Wirtz kommt hier nochmal die letzten paar Sekunden vor dem gegnerischen 16er aufgetaucht, wird dann aber nichts. Sommer ist noch da, Niklas Wilson Sommer, er hat die Binde um, da ganz oben sehen wir ihn. Und natürlich ist es jetzt auch ein unglaublich großer Moment für Watford, aber für uns in ISA STG ist es eigentlich nur wichtig, dass Willi jetzt gleich den Henkelpott als erster vor allen Dingen hier in die Luft tragen darf. Aber nochmal kommen wir und Núñez schraubt weiter an seinem Torrekord, 4:1 und jetzt würde ich sagen, sehen wir uns wirklich beim Abpfiff. Der normalerweise nicht mehr allzu lang auf sich warten lässt, der Schiedsrichter hat jetzt die Pfeife im Mund, beendet dieses Spiel, das 0:0 torlos in die Pause ging und dann doch so deutlich mit einem 4:1 für den FC Watford endet. Ich bin natürlich absolut cool damit. Ja, Kubo, Sucic, Núñez Doppelpack und Gionto auf der anderen Seite zum zwischenzeitlichen 1:3 aus der Sicht der Fiorentina. Und hier ist Wilson, also Niklas Wilson Sommer,
Und der hat jetzt dann gleich den Henkelpott. Oh mein Gott, wir haben es geschafft nach so vielen Steinen, die uns in den Weg gelegt wurden. Hier ist der Henkelpott und unsere Mannschaft kommt jetzt dann auf die Bühne, ja, die extra aufgebaute. Hier haben wir Sommer mit der Binde und der Nummer 29. Ich weiß schon gar nicht mehr, was hat er denn eigentlich beim Waldhof? Hier auf jeden Fall hat er die 29, die Binde um und sein zweites Ligaspiel überhaupt. Und den Henkelpott jetzt in seinen Händen, er ragt ihn in die Luft. Die Mannschaft freut sich natürlich auch mit ihm. Was für eine Geschichte. Am liebsten hätte ich die natürlich mit Waldhof Mannheim zu Ende geschrieben. Aber dann über Umwege ging es ja nach Essen, dann zu Rakow. Und dann haben wir, glaube ich, ja direkt den Weg schon hier zum FC Watford gefunden. Hatten dort einen guten Grundbaustein. Und trotzdem hat es 7 Jahre gedauert, die Champions League zu gewinnen. Niklas Wilson Sommer hier allen voran vorne mit dem Henkelpott vor den Fans. Und damit jetzt dann auch offiziell zum Ende dieser Folge, die euch hoffentlich gefallen hat. Wenn ja, lasst dem Video gerne einen Daumen nach oben da, schreibt einen Kommentar und abonniert natürlich auch gerne kostenlos, um nichts weiteres mehr zu verpassen. Ich wünsche euch einen schönen Morgen, Mittag oder Abend, je nachdem, wann ihr das Video seht. Haut rein, macht's gut, bis morgen und ciao.